not the victim of this love affair. You can make me go away. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute backen wir einen super leckeren Zitronenkuchen. Da ist auch Zitronenabrieb drin, also super, super, super saftig. Ich würde auch sagen, wir beginnen direkt mit den Zutaten und schnacken nicht zu lange, weil der ist wirklich super easy. Ich habe meinen Herd schon mal auf 175 Grad gestellt, Ober- und Unterhitze, damit das schon mal vorheizen kann. Kann ich euch auch empfehlen, weil es ist natürlich besser, wie wenn ihr den in den kalten Backofen gleich stellt. Seht ihr meine Zutaten? Hier habe ich 4 Eier, dann habe ich Zucker, Mehl, Sonnenblumenöl, Joghurt. Ich würde einen Joghurt nehmen, der nicht fest ist. Dann habe ich Saft von einer Zitrone, einen Zitronenabrieb, den Zitronenabrieb einer Zitrone. Dann habe ich Backpulver und Vanillezucker. Das war's auch. Eigentlich sind das Sachen, die man tagtäglich eigentlich zu Hause hat. Wir zumindest. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. So, ich benutze jetzt wie immer meinen Alsum Gastromix. Und zwar werden wir jetzt erstmal Eier und Zucker 3 bis 4 Minuten lang auf höchster Stufe schäumig schlagen. Und dann geht's auch weiter. Dazu geben wir als erstes unsere Eier rein und unser Zucker. So, wir sind jetzt fertig. Man sieht, wie schäumig das ist. Und jetzt geben wir unsere anderen Zutaten mit dazu. Ich sag's euch, dieser Kuchen ist richtig, richtig easy. Perfekt neben Mokka, Tee oder wenn ihr kurzfristig Besuch bekommt. Nächstes geben wir unser Öl mit dazu. Unser Joghurt. Dann kommt unser Zitronenabrieb mit rein. Ganz wichtig, nimmt am besten eine Bio-Zitrone. Und dann noch der Saft einer Zitrone. Ist alles nochmal schön zusammengemixt. Dafür klappen wir das einmal schön runter und geben unseren Spritzschutz wieder mit drauf. Das hätten wir auch gemacht. Und zum Schluss kommen unsere letzten 3 Zutaten mit rein und dann war es das auch schon. Und zwar geben wir jetzt Mehl dazu. Unser Vanillezucker. Und zum Schluss unser Backpulver. So, ich habe jetzt die letzten Zutaten mit reingegeben. Das verrühren wir jetzt nochmal miteinander, aber nicht allzu lange. Wir wollen ja auch, dass es fluffig bleibt. Genau, ich denke mal so eine Minute würde reichen. Danach müssen wir unsere Backform einfetten und bestäuben. Ja, und dann sind wir auch schon fast fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber man sieht ganz leicht das Abgeriebene von den Zitronen. Oh, das riecht so gut, das riecht jetzt schon gut. Ich will gar nicht wissen, wenn wir das gebacken haben, wie gut das riechen wird. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Backform. So, zum Backen könnt ihr jede beliebige Form nehmen. Ich mag diese sehr gerne. Die hat so ein Muster. Genau, aber ihr könnt auch die etwas höheren nehmen. Ich mag aber den total gerne, deswegen benutze ich den. Ich werde den jetzt einmal ganz normaler Margarine einfetten und danach mit meinem Mehl schön bestäuben, damit auch nichts kleben bleibt am Ende. Ich habe das jetzt schön vorbereitet. Jetzt kommt mein Teig dazu und danach müssen wir das schön glatt streichen. So, wir streichen das jetzt schön glatt und dann sind wir auch schon fast fertig. So, ich bin jetzt fertig. Ich gebe jetzt meinen Teig in meinen Backofen und dann lassen wir das ungefähr 40 Minuten backen und dann ist er auch schon fertig. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Ober- und Unterhitze eingestellt bei 175 Grad. Ich werde jetzt meinen Teig da reingeben für 40 Minuten. Ich stelle extra meine Uhr
Und danach ist unser Kuchen schon fast fertig und verzehrbereit. So, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Der ist so fluffig geworden. Ich habe ein bisschen Puderzucker drauf gemacht. Ihr könnt natürlich auch eine Puderzuckersoße machen. Ihr müsst einfach Puderzucker mit Zitronensaft anmischen. Das war's. Wir werden das jetzt auch noch zusammen gemeinsam aufschneiden und dann zeige ich euch, wie saftig das geworden ist. So, ich würde sagen, wir schneiden das jetzt mal zusammen auf. So, jetzt schaut mal, wie saftig der ist. Mega lecker, oder? Richtig, richtig lecker. Oh mein Gott, der ist so lecker, der riecht so gut. Ach, jetzt noch einen leckeren Mokka dazu und danach genießen. So Leute, wir machen wie immer den Geschmackstest. Aber es duftet schon so lecker. Hm. Also ihr habt dieses Aroma direkt im Mund. Mega, mega lecker. Mega lecker. Also wenn ihr das nicht macht, dann verpasst ihr was. Wirklich zu einem Mokka oder zu einem türkischen Tee. Super lecker und auch perfekt für die Kinder. Wenn ihr einen Kindergeburtstag habt im Kindergarten und ihr dürft aber nichts mit Sahne oder so mitnehmen, kann ich den total empfehlen. Der ist super, super lecker, auch total super für den Sommer. Ist sehr erfrischend und ihr schmeckt dieses Zitronenaroma so, so gut raus. Ja, ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Ich würde auch sagen, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Super easy Rezept für schnellen Besuch, super schnell gemacht. Braucht höchstens mit dem Mixen und Backen zusammen eine Stunde. Übrigens macht den Stäbchentest. Ich habe doch nur 30 Minuten gebraucht, weil ich den Backofen vorgeheizt habe. Genau. Ich würde sagen, bis nächste Woche Freitag. Bleibt gesund. Bis dahin.